Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, alle. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das Wetter hat uns heute auch den Gefallen getan, nicht so tiefe Temperaturen wie vor einer Woche noch parat zu halten. Mein Name ist Markus Heidenmeier. Ich werde versuchen, Sie als Lotse heute hier durch diesen Tag zu lotsen. Darf ich Ihnen ganz kurz einen Überblick geben, was auf Sie wartet? Sie haben ja alle wahrscheinlich schon auch die Tagungsmappe gesehen, trotzdem noch mal ein kurzer Ausblick, bevor dann der Hausherr Sie begrüßen wird, dazu gleich noch mehr. Also, gleich die Begrüßung zu Beginn. Dann erwartet uns eine erste Keynote von Professor Dr. Stefan Auffenanger, der Ihnen allen sicherlich ein Begriff sein wird, Erziehungswissenschaftler aus Mainz. Gegen 15 Uhr, kurz vor 15 Uhr, werden wir dann zu den Workshops schreiten. Da werde ich Ihnen nochmal dann nach der Keynote von Herrn Auffenanger sagen, welche Workshops Sie so finden, was die Themen der Workshops sind. Nach diesen Workshops gibt es eine zweite Keynote von Philipp Schmidt, sicherlich auch den meisten bekannt von der Peer-to-Peer-University und dem MIT Media Lab, wo er momentan arbeitet. Und dann am Ende wartet noch eine Podiumsdiskussion, die ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte. Es wird sicherlich hochinteressant und vielleicht auch stellenweise kontrovers werden, dazu auch später nochmal mehr. Das ein erster Ausblick, bevor wir zu den Protagonisten des heutigen Tages kommen. Wer macht hier eigentlich was? Zu der wichtigsten Nebensache der Welt. Das ist in diesem Fall Gott sei Dank nicht der Fußball, sondern das Hashtag, das Twitter-Hashtag RauteColab7. Was ein Hashtag ist, glaube ich, muss ich in dieser Runde nicht erklären. Sollte es doch Bedarf geben, gucken Sie es bei Wikipedia nach, ist ganz einfach. Wikipedia erkläre ich auch nicht, das kennen die meisten von Ihnen. Wenn nicht, googeln Sie Wikipedia, dann kommt ein Ergebnis. Damit können Sie sicherlich auch umgehen. So, also, gleich werden Sie hier unter anderem Jutta Kroll von der Stiftung Digitale Chancen begrüßen. Sie gehört zum Kernteam der siebten Initiative. Es wird Sie begrüßen Sebastian Haselbeck, der Geschäftsführer des Vereins Collaboratory, und selbstverständlich Michael Knoll, dem ich das Wort gebe. Er ist der Hausherr und der Leiter des Berliner Büros der Hertie-Stiftung. Bitte sehr. Vielleicht, pardon, ein Detail habe ich vergessen. Entschuldigen Sie bitte. Sie sehen da hinten drei große Geräte, 1,80, 2,220 hoch. Das ist der Livestream. Also kommunizieren Sie an Ihre Freunde auf Facebook, an Ihre Freunde auf Google+, und an Ihre Follower. Es gibt einen Livestream von dieser Veranstaltung. Dringende Empfehlung. Einschaltquote dürfte dann sicherlich bei einigen Millionen liegen danach. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Michael Knoll, Sie haben das Wort. Als Leiter des Berliner Büros möchte ich Sie ganz herzlich hier begrüßen. Hier kommen ein paar Sachen zusammen, die ich einfach sehr, sehr schön finde. Zum einen habe ich den Kontakt über einen Hertie School Studenten zu dem Verein Collaboratory bekommen. Und dass sich daraus jetzt so schnell auch so eine schöne Veranstaltung hier entwickelt hat, das freut mich sehr. Auf der anderen Seite, die Hertie Stiftung ist in dem Bereich Schule und Vorschule sehr, sehr aktiv. Ein Großteil unserer Projekte befinden sich in diesem Bereich. Wir unterstützen Jugendliche mit Migrationshintergrund, wir haben Projekte in Kindergärten, wir fördern angehende Lehrerinnen und Lehrer mit Migrationshintergrund. Und wir wissen, dass das Internet, die Digitalisierung auch einfach die Realität in Klassenräumen, in Kitas verändern wird. Und deshalb freue ich mich eigentlich auch hier zu sein, nicht nur Gastgeber, Hausherr, wie gesagt wurde, sondern eigentlich auch als Lernender, der viele Anregungen, Tipps, Möglichkeiten aufnimmt und vielleicht die auch in meine Stiftung dann zurückträgt, und vielleicht entwickelt sich da auch was Schönes. Ich wünsche Ihnen alles Gute hier, viel Vergnügen, lernen Sie auch so viel wie ich, und dann freue ich mich auch, bis zum Abschluss hier zu sein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Dankeschön. Ja, schönen guten Tag. Ich will Sie auch im Namen der Geschäftsführung und des Vorstands recht herzlich begrüßen. Für die Leute, die das Collaboratory nicht so gut kennen, es ist ein Multi-Stakeholder-Projekt. Multi-Stakeholder heißt Experten aus verschiedensten Ecken, Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, wurde 2010 von Google Deutschland ins Leben gerufen als Projekt, ist seither stark gewachsen. Das ist die siebte Initiative. 2011 haben wir uns dazu entschlossen, das als Verein zu gründen. Der ist seit letzten Sommer eingetragen und seit Dezember operieren wir als gemeinnütziger e.V. Er ist auch die erste Initiative, die wir als e.V. durchführen.
Wir haben vorher einiges an Themen abgedeckt. Ich würde Sie dazu einladen, auch auf der Collaboratory-Website ein bisschen zu stöbern, welche Themen wir da bisher abgedeckt haben, mit welchen Leuten wir da gearbeitet haben. Sprechen Sie mich auch in der Pause an, wenn Sie Fragen zum Collaboratory haben. Mit Lernen in der digitalen Gesellschaft sind wir bei einem Thema, das alle Altersgruppen, Gesellschaftsschichten genauso anspricht. Und das ist auch ein Thema, das sich ein bisschen durch das Collaboratory durchzieht. Das Ziel ist ja, zusammen einen konstruktiven Dialog anzuregen darüber, wie das Internet unsere Gesellschaft verändert, aber auch ein bisschen so, wie die Gesellschaft mit dem Internet umgeht, was sich da für Probleme, Herausforderungen und Chancen ergeben. Und das ist das, was wir im Collaboratory gemeinsam erörtern wollen. Und das ist die Mission, mit der wir jetzt auch wieder als Verein in dieses Jahr starten. Ich will noch auf die nächste Initiative hinweisen, weil wir halten ja nie die Füße still. Wenn die eine noch nicht ganz fertig ist, arbeiten wir auch schon wieder an der nächsten, die sich mit Fragen der Langzeitarchivierung und dem digitalen Gedächtnis, digitale Nachhaltigkeit beschäftigt. Die startet Ende Februar. Da können Sie auch auf der Webseite gucken, worum es da geht. Zu dieser Initiative, die von Christine Nahr geleitet wird, erfahren Sie heute noch mehr. Ich möchte jetzt zur Einstimmung Ihnen noch ein kurzes Video zeigen und Ihnen dann viel Spaß wünschen nachher beim Workshoppen und Diskutieren. Da klicke ich jetzt hier drauf. Technik ist hervorragend. Fenster. Wo muss ich? Zoomen? Ich bin kein Mac-Nutzer, sorry. Mach du? Viel Spaß. Bevor ich jetzt im Namen der Initiative Sie alle nochmal begrüße, fand ich schon, dass das ein Applaus wert war, dieser Film, weil er ja doch einen sehr guten Einblick da hinein gibt, wie im Rahmen der Initiative, aber auch im Collaboratory insgesamt zusammengearbeitet wird. Mein Name ist Jutta Kroll, ich bin Geschäftsführerin der Stiftung Digitale Chancen und gehöre zum sogenannten Kernteam innerhalb der OHU. Der Begriff ist jetzt, glaube ich, auch noch nicht gefallen. Insofern erkläre ich Ihnen noch mal ganz einfach. Es heißt Arbeitsgruppe in der Sprache der Maori. Und OHUs sind das Werkzeug oder Instrument, mit dem im Collaboratory zusammengearbeitet wird. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, als wir 2010 angefangen haben mit den OHUs, mit dem Collaboratory. Das war so ein bisschen wie Friends of Max Senges. Max, irgendwo habe ich dich schon gesehen. Hallo. Treffen sich und diskutieren die spannendsten Themen, die es im Augenblick zu diskutieren gibt. Ich hätte mir 2010 nicht vorstellen können, dass das in so eine breite Aktivität mündet, in solche Veranstaltungen mündet und insbesondere in so viel inhaltliche Arbeit dann auch mündet. Was wir da alles innerhalb der Initiative erarbeitet haben, werden Sie ja im Laufe des Tages in den einzelnen Workshops dann noch erfahren. Die OHU, aus der diese Initiative hervorgegangen ist, ist die OHU Digitale Integration und Medienkompetenz.
Und so sind auch die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer letzten Endes zusammengesetzt gewesen. Also mit dem Hintergrund, wie können wir digitale Integration erreichen, chancengleichen Zugang aller Bevölkerungsgruppen zu digitalen Medien und zum Internet und welche Medienkompetenzen sind erforderlich, um diesen chancengleichen Zugang dann auch tatsächlich nutzen zu können. Das ist die Ausgangssituation gewesen und wenn man dann auf das Thema der Initiative schaut, dann ist es eigentlich nur folgerichtig, dass wir uns letzten Endes mit dem Lernen mit digitalen Medien befasst haben. Denn wenn wir von Chancengleichheit sprechen, dann ist der Zugang zu Bildung die erste Voraussetzung dafür, dass wir Chancengleichheit in der digitalen Gesellschaft erreichen können. Wie das ausgefüllt worden ist, mit welchen Themen, dazu verweise ich dann einfach darauf, auf die vielen spannenden Workshops, die wir nachher noch haben werden und bedanke mich ganz herzlich, dass Sie so zahlreich heute hier sind. Danke. Applaus